Und jetzt geht's gleich rüber über den Rhein. Ja, auf geht's zum Fischerpfad. Schöner Trinkbrunnen. Der Trail eben war richtig nice. Geht richtig klasse. So, und jetzt geht's zum Fischerpfad. Ja, und danach? Zum Turm. Zum Turm. Zum Turm. Und danach? Eis essen. Bierchen trinken. Okay, bis später. Oh, Leute, schaut mal, schaut mal, schaut mal. Da, Specialized SL. Mein nächstes Bike ist das Porno, ey. Alter, ist das geil. Mega, mega. Ja. So, auf geht's Richtung Fischerpfad. So, rechts von mir da unten ist die Mosel. Und da geht's gleich hin. So. Kleine Pause. Bisschen was trinken. Bisschen was essen. Kurz an. Ja, genau. So, kleine Pause, beendet. Auf geht's. Oh, kleine Kompression. Oh, wo ist denn der Sprung hin? Ah, hier geht's dann. Aber wo ist denn der kleine Sprung da oben hin? Der ist weggemacht worden. Ja, pass auf. Fahr du doch dort mal. Ich nehme mal gerade die andere Cam. Okay. So, dann schauen wir uns mal an, welche Linie er fährt. So, da rum. Naja, und jetzt soll ich das Ganze machen. Schauen wir mal, ob ich das auch hinbekomme. Tief ins Rad. Und rum. Oh, das ist easy. Wow, cool. Nummer 2, jetzt etwas flüssiger. Fahrtechnik mit von und zu Dennis. Und tief ins Rad rein. Juhu. So, jo, das war dann Buchtelbaum die erste. So geht das. Kann man sehr gut abziehen, ne? So. Come on.
ja, genau, das war der Sprung. Runter? Ja. Okay. So, das ist mit diesen losen Steinen hier unten drunter, das ist ganz schön tricky. So, hier hat es mich damals auf die Nase gelegt. Okay, hier sind wir rum. Okay, hier sind wir auch rum. Oh, das scheint neu zu sein hier. Hier müsste ein bisschen aufpassen. Das ist, was ich meine, mit diesem losen Federblatt. Das ist vielleicht ein bisschen tricky heute. Ja, bescheiden. So. Oh, nee, heute ist die Luft komplett raus. Puh. Er lebt noch. Bam. Fischerfahrt trinkt Brunnenwasser. Schmeckt nach Eisen mit Kohlensäure drin. Eisenhaltiges Wasser mit Kohlensäure. Hat schon sehr eigenartigen Geschmack, das Zeug. So, okay. Wo geht's rein? Der Buchentrail. Okay. Okay. Ja, ja, das kenne ich gut aus Altenberg. Da musst du dann auch mal so den einen oder anderen Weg mit Wanderern teilen. Und dann kannst du dann auch nicht immer so Knallgas machen, wie du gerne möchtest. Ja. Naja, und er sagte noch, nicht so schnell machen. Ja, ist richtig schön. Ja, das ist so ein bisschen mehr Waldautobahnfahren hier. Aber cool. Ja, hier in dem Laubwald, hoppala, ist es schon etwas rutschiger. Oh, Rittersturz. Ah, hier sind wir. Okay. Wollen wir mal runter. Viel Spaß.
So, das haben wir diesmal geschafft. So, dann habe ich mal den Tipp beherzigt, ein bisschen mehr die Schultern über den Lenker zu machen. Und siehe da, das Vorderrad gehorcht mir doch mehr. Aber mir tut der Ellenbogen von dem Sturz eben weh. Ein Steilfeld. So nett, dass er wartet. Okay. Boah, ist das anstrengend. Alter Schwede. Und ich stehe wie so ein... Es hat Nüsse auf dem Fahrrad. Das war meine Schlüsselstelle. Oh, die ist sehr alternativ. Das ist so echt so Kryptonit, ey. Spitzkern fahren. Wenn man sich nicht auskennt. Ja, fahren muss man können. That's it. Na, geht doch. Wow. Okay, irgendwas an 1200 Höhenmeter, 42 Kilometer Wegstrecke, vernünftige Trails, es war der Knaller. Mein Tourenguide, komm mal her, oder ich komm mal zu dir. Wo ist er denn? Da, warte mal. Er versteckt sich, der traut sich nicht. Da ist er, mein Tourenguide. So, also kann ich nur sagen, Kompliment, der Junge kann fahren, der kennt hier richtig schöne Trails. Er hat auch einen Channel, schaut mal auf seinem Channel vorbei, gibt es echt interessante Videos. Und was soll ich sagen, danke für die Tour, war richtig geil. Und ja, ihr kennt das Spielchen, ne? Also Daumen hoch, unten schreiben, abonnieren, ne? Das kennt ihr ja alles. Und in diesem Sinne, bleibt sauber. Wir sehen uns auf den Trails. Bis dahin, ciao, bye, bye.